Hallo und herzlich willkommen bei uns im Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schösch. Heute hätte ich ganz was Besonderes für euch, und zwar ganz was Schnelles, aber ganz was Feines. Austern haben wir ganz frisch gekriegt. Ein Freund von mir ist Koch und er hat mir die besorgt. Richtig, richtig frische Austern. Und er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, um Austern zu machen, die möchte ich euch zeigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber zwei Möglichkeiten, die man normalerweise so macht. Ja. Und die hätte ich jetzt für euch. So, wir brauchen Austern, die haben wir ja da. Ein bisschen Gemüse. Und ich freue mich auf Austern. Und ich hoffe, ihr auch. Bis gleich. Ich habe mir vorgestellt, wir nehmen zwei verschiedene Arten, wie wir die Austern zubereiten. Und zwar eine mit Julienne, einfach mit ganz hauchdünn geschnittenem Gemüse. Muss man ein bisschen aufpassen mit den Fingern. Aber das geht ganz gut, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und dann klappt das hervorragend. Da haben wir nämlich Pastinake und Paprika, Gelriebe, also Karotte und Wurzelgemüse. Also richtige Petersiliewurzel noch dazu. Oder aber, und so mag ich eigentlich am allerliebsten, dass man es einfach mit einem Zitronenbraut Essig beträufeln und dann essen. Ja. Und dazu gehört natürlich im Sommer ganz klar ein ganz schön kühle Weih, und zwar ein trockener Riesling finde ich da am besten. Und empfehle würde ich natürlich die junge Hunde. Also ich mag den halt, den hat mein Schwiegersohn gemacht. Die junge Hunde ist einfach tolle Geschichte, passt auch ein bisschen witzig zu den Austern. So, die Austern haben wir schon vorweg leicht aufgemacht. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit Austern aufmachen. Deswegen haben wir es im Vorfeld schon aufgemacht. Und jetzt mache ich die Vinaigrette zu. Zitronenbraut esse ich drüber. So. Jetzt rühren wir sie noch ein bisschen rum. Und dann ist es eigentlich schon fertig, um über die Austern zu geben. Und diejenigen, die Austern purer mögen, die nehmen dann Zitrone. Oder Limette kann man auch nehmen, und mir empfehlen, dass man das Ganze dann macht mit dem Essig. Dann nehme ich die Zitronenbraut, das sind ganz tolle, reife Zitronen aus Sizilien, und die werden dann gleich gemacht und da kommen sie in den Essig neu und bleiben dann relativ lange im Essig drin liegen und mazerieren dann in den Essig, und der Essig zieht quasi aus den Zitronen die ganze Duftstoffe raus und auch die Säure. Und das ist ja das Wichtige dabei. Essigsäure und Zitronensäure. So, und gerade gleich ein bisschen drüber. Und das war's. Und schon kann man die Austern genießen. Und dazu ein Gläschen Wein. So probiere ich erst mal ein Gläschen Wein als Vorspann und dann die Austern. So, und das war jetzt ein kurzes Gericht, aber ein richtig tolles Gericht. Austern. Und dazu ein gutes Gläschen Riesling aus der Pfalz, das passt. Frankreich und Pfalz. Gott erhalt's. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr die Austern genießen, dann denkt ihr vielleicht dran, in unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch abonnieren, da könnt ihr euch anmelden und dann kriegt ihr immer wieder von uns neue und schöne und alte und traditionelle Gerichte aus dem Doktorenhof mit Essig. Alles Gute euch, sehr zum Wohl und Prost und einen guten Appetit mit den Austern. Tschüss, euer Schorsch.